Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die ID-Box von Takt 32. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. ID von Takt 32. Es fällt gleich mal auf, es ist eine große Metallbox oder Alubox. Wir haben hier auf dem Deckel einen Fingerabdruck, Takt 32, Doppelpunkt, ID steht hier und ansonsten ist die Box glatt. Also wir haben hier keinerlei Aufdrucke und auf der Rückseite ebenfalls nicht. Die Box relativ groß und relativ schwer aus Metall und wir haben den Deckel hier zum Aufklappen und dann schauen wir gleich mal, was sich alles darin befindet. Also wir haben einmal hier eine Bauchtasche, die ID Bonus EP, das Album ID, ein paar Sticker in einer Plastikhülle und ein ID Textbuch. Und von innen sieht das Ganze dann so aus. Und wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Takt 32 ID lesen wir hier. Und hier haben wir den Fingerabdruck. Aber wir sehen auch, es ist relativ undeutlich, aber das Gesicht. Also in dem Fingerabdruck ist auch das Gesicht von Takt 32 zu sehen. Auf der Rückseite haben wir 12 Tracks. Und wir haben Features von FX und Liquid Walker, Kima Ede und Lyrik. Mein Favorit von diesen 12 Tracks ist Glück. Der ist mir jetzt speziell im Kopf geblieben. Und hier unten haben wir dann noch die Credits und einen Barcode. Alles klar. Dann haben wir zuerst einmal das Booklet. Schauen wir uns gleich mal an. Wenn ich es rausbekommen sollte. Das ist immer so eine Sache. Relativ dickes Booklet, ich schätze mal fast, dass wir hier auch ein Poster haben. Ja klar, oder ist die Frage? Ja. Also, das Booklet als Poster verwendbar, so sieht das Ganze aus. Das Cover Takt 32 ID. Und dann haben wir hier, die Frage, weshalb ich sehen kann, einzelne Begriffe eingearbeitet in diesen Fingerabdruck. Also hier steht dann zum Beispiel Familie, Kiezkunst, Berlin, Liebe, Gang, Tod etc. Jetzt werfen wir noch einen Blick auf die andere Seite. Okay, also hier haben wir mehr oder weniger so eine Danksagung. An erster Stelle kam immer die Familie oder eine Widmung. Dann hier geht die ganze Widmung weiter. Und hier am Ende ist dann die Danksagung. Alles klar. Gut, sehr ungewöhnliches Booklet. Normalerweise haben wir ja immer vielleicht ein paar Aufnahmen und dann die Credits, also die Infos, wer an den einzelnen Tracks beteiligt war. Aber gefällt mir gut. Speziell, dass es zweiseitig ist und auch die Widmung und die Danksagung enthalten ist. Und dass man auch noch als Nebeneffekt ein Poster hat. Okay, das ist die Album-CD, so sieht das Ganze aus, Takt 32 ID. Und dann haben wir noch eine zweite CD, auf dieser befinden sich dann die Instrumentals. Sieht genauso aus wie die Album-CD, nur eben in schwarz und der Zusatz Instrumentals. Und hier auf der Rückseite lesen wir noch Takt 32 ID. Dann haben wir die Bonus-EP. Takt 32 ID Bonus EP, auch hier wieder in dieser Fingerabdruckoptik, aber hier klar erkennbar Takt 32. Und hier haben wir 5 Tracks. Ich muss ehrlich sein, die habe ich mir noch nicht angehört, deswegen kann ich zu denen nichts sagen, auch nicht welcher jetzt mein Favorit ist. Plus Instrumentals, bedeutet wir haben hier 10 Tracks, also 5 Tracks und 5 Instrumentals. So sieht die aus.
und diese in einer Papphülle. Gut, dann haben wir dieses Textbuch, Takt 32 ID lesen wir hier. Das Ganze in so einem schwarzen Leder, naja, Kunststoffeinband. Und dann haben wir hier keinen Inhalt, sondern wirklich freie Seiten, um Sachen aufzuschreiben, zu texten, Gedanken festzuhalten. Vielleicht wollt ihr Tagebuch führen, was auch immer. Hier haben wir dann einerseits einen Stoffriemen, ein Stoffband, um das Ganze zu schließen. Und dann haben wir auch noch hier ein Lesezeichen, damit ihr einfach markieren könnt, wo ihr zuletzt wart. Sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Takt 32 ID hier so eingestanzt. Dann haben wir noch Sticker und diese nicht einfach so dabei, sondern in einer kleinen Plastikverpackung. So die Frage, ja, die wurden hier mit diesem versiegelt. Ich werde das jetzt einfach mal aufschneiden. So. Und wir haben hier Takt 32 Sticker. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Fünf Stück. Also wenn ihr euch erinnert, die letzte Box von Takt 32, die Gangbox, da war das ja ebenfalls so, da hatten wir auch viele Sticker, ebenfalls alle mit Takt 32 beschriftet. Findet ihr natürlich ebenfalls auf meinem Kanal, das Unboxing der Gangbox. Und als letzten Bestandteil haben wir dann noch diese Bauchtasche. Ich mache nur gleich mal hier diesen Barcode weg. Stehen sonst keine Infos drauf. Diese Bauchtasche in Grau gehalten, relativ schlicht, hier in schwarzer Schrift Kiezkunst aufgedruckt. So sieht das Ganze von innen aus. Also diese einfach hier per Reißverschluss zuzumachen. Mich würde nur interessieren, aber ich befürchte, wir haben hier keine Infos darüber, was für Material bzw. was für eine Herkunft diese Tasche ist. Nein, leider nie. Oder? Moment, 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 da haben wir noch was im letzten Eck versteckt. Also hier lesen wir. Was lesen wir hier? Inspirion GmbH, Bremen, Germany. Okay, aber sonst nichts. Also keine Info über Material oder Herkunftsland. Gut, damit müssen wir uns zufrieden geben. Also wie gesagt, einmal hier diese große Tasche und dann habt ihr hier noch so ein Mini-Fach, so grau eingenäht. Da könnt ihr eventuell Kleingeld oder irgendwie Kleinigkeiten noch verstauen. Das Ganze mit so einem schwarzen Träger, mit so einem schwarzen Gurt und das Ganze dann hier mit Plastikverschluss zuzumachen und natürlich auch mittels diesem Teil hier größenverstellbar. Also ob ihr das über die Schulter oder über die Hüfte tragt, ist natürlich euch überlassen. Ja, zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Wir haben einmal die eben gezeigte Bauchtasche, dann diese rechteckigen Logo-Sticker, 5 an der Zahl, Takt 32. Dieses Textbuch, Takt 32 ID. Die ID Bonus-EP in der Papphülle. Und das Album ID inklusive der Instrumentals. Das alles in dieser wunderbaren Box, ID von Takt 32. Mich würde natürlich interessieren, was ihr von dem Album und der Box haltet. Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Takt 32 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.